Guten Tag, mein Name ist Dr. Miguel Corti Friedrich und ich möchte heute ein paar Worte zum Thema Brustkrebs sagen. Brustkrebs ist unter Frauen die häufigste Erkrankung bei Krebs mit vor etwa 10 Jahren zwischen 15.000 und 20.000 Todesfällen im Jahr. Entsprechend dieser Menge an Vorfällen werde ich auch entsprechend oft gefragt, ob Brustkrebs eine Krebsart ist, die man mit unserer Behandlungsmethode oder den Ergänzungen, die wir vorschlagen, behandeln kann. Die Antwort ist ja, eindeutig ja. Rein theoretisch gesprochen müsste man eigentlich keinerlei Angst vor dieser Erkrankung haben. Denn wenn man den Statistiken glauben darf, so ist die 5 Jahre Überlebensquote etwa 88%. Das bedeutet, dass von allen diagnostizierten Fällen der Frauen mit Brustkrebs bis zu 88% bei konventionell schulmedizinischer Behandlung nach 5 Jahren noch am Leben sind. Nur leider berücksichtigen solche Statistiken natürlich nicht, ob sie gesund sind, sondern nur, ob sie am Leben sind. Und es gibt durchaus viele private, bekannte oder auch öffentlich bekannte Schicksale, bei denen genau nach diesen 5 Jahren das Schlimmste eigentlich erst noch kommen sollte. Wie ich eingangs schon sagte, sind die unterschiedlichen Krebserkrankungen bei Frauen sehr häufig. In erster Linie Brustkrebs, in zweiter Linie Lungenkrebs, vielleicht auch, weil Raucher stark zugenommen haben. An dritter Stelle stehen Darmkrebserkrankungen und andere mehr, die Sie auf der DIA-Darstellung hier im Bild erkennen können. Sehr interessant ist die Feststellung, dass im Prinzip beim Thema Brustkrebs sehr viele Fragen gestellt werden zu der familiären Häufigkeit, ob andere Frauen der Familie ebenfalls an Brustkrebs in der Vergangenheit erkrankt sind und sehr viele Untersuchungen durchgeführt werden, bei denen es um genetische Zusammenhänge geht, bei denen es um biochemische Zusammenhänge geht. Doch Tatsache ist, dass eine unvorstellbar hohe Anzahl von Brustkrebserkrankungen auch nach schulmedizinischer Erkenntnis keinerlei Ursachen nachvollziehbar machen. Das ist eine verrückte Behauptung, denn jede Patientin, die in meine Praxis mit Krebs kommt, wenn ich sie frage, was glauben Sie, hat ihr Problem ausgelöst, hat sofort eine Antwort zur Hand. Und alleine heute habe ich 2 neue Patientinnen aufnehmen müssen und beide waren sofort dabei zu sagen, das war die Ursache, das war die Ursache. Nach einer Statistik von Saiswana, die ich hier im Bild zeige, gibt es nur etwa 14% Zusammenhänge mit familiärer Häufigkeit und einige andere Veränderungen, die wir versuchen, auf genetische Ursache zurückzubringen, die kaum 10% erreichen. Tatsache ist, dass ich selbst diese Fragen oder diese Zahlen in Frage stellen würde. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf zurückkommen, wo sind die Ursachen für Krebs? Im Thema Brustkrebs gibt es verschiedene Zusammenhänge, die wir meist gerne auf einen familiären Hintergrund bringen. Aber in der schulmedizinischen Überzeugung gibt es auch viele andere Faktoren, die hier kurz vorgestellt werden. Faktoren, die auf der einen Seite mit der Umwelt zusammenhängen, auf der anderen Seite mit der Ernährung zusammenhängen. Aber gerade an dieser Stelle möchte ich darauf eingehen, dass immer wieder so getan wird, als ob die Ursache für den Krebs bei der Person selber liegt oder bei ihren Genen oder in ihrer unmittelbaren Umgebung. Und ich würde mal ganz klar sagen, nein, so ist es nicht. Sicher gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Problemfeld der Person, aber sicher nicht mit einem Schuldthema der Person oder mit einem genetischen Thema der Person. Das bedeutet für mich, dass ich sehr viel Wert darauf lege, die Menschen frei zu machen von der Überzeugung, Krebs sei eine Strafe, Krebs sei in der Familie, Krebs sei ein Thema, dem sie ausgeliefert sind. Und auch ganz eindeutig sagen, es ist nicht so, dass nur weil der Verdacht besteht, dass eine genetische Veränderung in den Zellen dazu geführt hat, dass sich Krebs ausgelöst hat, dass diese genetische Veränderung durch ein schulmedizinisches Medikament oder eine spezielle Art der Therapie, die wir Immuntherapie nennen, einfach gestoppt werden kann. Und auch an dieser Stelle möchte ich unbedingt Wert darauf legen zu sagen, dass in vielen Fällen, wenn die Sache nicht so gut läuft und die Patienten dann beschließen, jetzt mehr Maßnahmen ergreifen zu wollen, es überhaupt keine Garantie dafür gibt, dass eine schulmedizinische Maßnahme mehr greifen würde als eine biologische Maßnahme.
was ich mir unter einer biologischen Maßnahme vorstelle, darauf kommen wir noch zu sprechen. Wenn wir also jetzt noch einmal auf das Thema zu sprechen kommen, wie das persönliche Umfeld der Patientin ist, die an Brustkrebs erkrankt ist, dann finden sich dort viele Zusammenhänge mit dem Verlust von Vertrauen, mit dem Verlust von Sicherheiten. Verlust durch Probleme in der Familie, unmittelbaren Familie, näheren Familie, Partner, Lebensqualität, wirtschaftliches Umfeld. All diese Dinge, die da zusammenspielen, sind Dinge, die man mit einer Chemotherapie nicht ändern kann. Es macht gar keinen Sinn, sich zu überlegen, dass vielleicht 75% der Auslöser auf einer Ebene bestehen, die nicht genetischer oder umwelttechnischer oder ernährungstechnischem Zusammenhang stehen, um dann gleichzeitig zu sagen, aber mit einer Chemotherapie kann ich das dann noch alles regeln, kann ich das alles behandeln. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Der Vorreiter unserer Idee war zweifellos Dr. Prashanta Banerjee, der leider vor 2 Jahren von uns gegangen ist. Und er hat eine Behandlung für Brustkrebs vorgeschlagen, die von dem führenden Institut zur Forschung bei Krebstherapie in den USA, dem MD Anderson Klinik, eine Forschungslinie eröffnet wurde, wo nachgewiesen werden konnte, dass die Kombination homöopathischer Wirkstoffe, die er vorschlug, tatsächlich in der Lage ist, Brustkrebszellen zu stoppen. Mit anderen Worten, die homöopathischen Mittel, die Dr. Banerjee uns empfohlen hat, sind auch in vitro und auch in Maus oder anderen Kleinsäugermodellen erfolgreich bei Krebsbehandlung, ebenso erfolgreich oder mehr als andere chemische Medikamente. Mit anderen Worten, wenn man mich immer wieder fragt, würden Sie diese Behandlung Ihrer Mutter, Ihrer Frau angedeihen lassen, ist die Antwort immer, ohne zu zweifeln, ja, selbstverständlich. Es kommt praktisch nie vor, dass eine Patientin oder Patient, die sich an mich wenden und fragen, kann ich das behandeln, wollen wir das so machen, nicht irgendwann die Frage stellen, wie sind meine Chancen, dass ich meinen Krebs überlebe, dass ich damit fertig werden kann, dass ich das Problem lösen kann und was für Garantien können Sie mir geben, dass die Behandlung sich entsprechend positiv verhalten wird. Nun, das ist ganz einfach. Niemand kann diese Garantien geben. An einer anderen Stelle werde ich darüber sprechen, wie gering die tatsächlichen Garantien oder möglichen Garantien für schulmedizinische Maßnahmen sind. Mit komplementärmedizinischen Maßnahmen verhält es sich nicht anders. Interessant ist, dass Dr. Banerjee über den doppelten Zeitraum, 10 Jahre, ihre verschiedenen Fälle beobachtet haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass die Hälfte der Fälle mehr als 10 Jahre gelebt haben, beziehungsweise ihren Krebs überwunden haben. Und der zweite Balken mit immerhin 38% mit Krebsleben, der sich aber nicht weiterentwickelt. Mit anderen Worten, die Ergebnisse der Brustkrebstherapie nach einem Banerjee-Protokoll erreichen nahezu mehr als 3/4 Stabilisierung des Prozesses. Und wie ich immer gerne zu sagen pflege, vielleicht mit dem Krebs, aber ohne ein Fortschreiten und ohne ein Verschlechtern, ohne ein Metastasieren des Prozesses. Das sind erstaunliche Ergebnisse. Es ist in unseren persönlichen Serien, die wir aufgestellt haben, mit mehreren 100 Brustkrebspatientinnen allein in unserer Praxis, nicht identisch mit den Ergebnissen von Herrn Banerjee. Ich führe das darauf zurück, dass die Lebensumstände und nicht nur das, sondern auch die Vorbehandlungen, die parallel laufenden Therapiemaßnahmen, die vielen, vielen Menschen, die schon als sozusagen hoffnungslose Fälle zu uns kommen, viele Behandlungen durchgemacht haben, bevor sie mit Banerjee anfangen. Dementsprechend sind unsere Ergebnisse natürlich nicht so unvoreingenommen wie beispielsweise hier, aber wir kommen ganz bequem auf 55-65% nahezu im Moment 6 Jahre überleben. Das, finde ich, ist ein sehr gutes Ergebnis, wenngleich auch noch lange nicht so weit, als dass wir sagen können, jawohl, das wird immer so weitergehen. Aber wir liegen in jedem Fall vergleichbar mit jeder oder besser als die meisten schulmedizinischen Behandlungsmethoden. Wenn ich das nun sage, dann wird natürlich jeder wissen wollen, warum komme ich dazu, die Behauptung aufzustellen. Nun, es gibt Veröffentlichungen und Dr. Banerjee pflegte auf jedem Treffen zu sagen,
Ich kenne vielleicht nicht alle die, die hier sitzen, aber praktisch alle Onkologen kennen meinen Namen. Das liegt daran, dass in den Jahren zwischen 2005 und 2017 fast alle führenden onkologischen Magazine seine Ergebnisse veröffentlicht haben und immer wieder seine verschiedenen Studien nachvollziehen konnten und entsprechend veröffentlicht haben, wie zum Beispiel die, die hier vorgestellt wurde, in einem International Journal of Oncology zu dem Thema zum Beispiel von Phytolaca bei Brustkrebs. Wenn wir uns die Wirkstoffe aus der Nähe anschauen, werden wir feststellen, dass Phytolaca ein äußerst erstaunliches Mittel ist. Es ist seit dem Altertum bekannt, dass es Knoten und schwerende Wunden der Brust heilt. Die Inhaltsstoffe sind lange aufgeschlüsselt. Es handelt sich im Wesentlichen um zwei parallel auftretende Wirkstoffe. Das eine als Phytolaca-Toxin, das ein entzündungshemmend und natürlich dementsprechend krebsfördernden Prozessen stoppende Wirkung hat, und ein anderes Medikament mit dem unaussprechlichen Namen Phytolaca Agenin. Und dieses ist hormonregulierend, das heißt, es blockiert und moduliert Hormonrezeptoren in den Fällen, in denen bei der entsprechenden Person ein hormonpositiver Rezeptor entdeckt wurde bei ihrem Brustkrebsdiagnostik. Es ist heute nicht mehr modern, von homöopathischen Wirkstoffen zu sprechen. Es ist nicht mehr in aller Welt Mund, Homöopathie einfach so auszusprechen. Wir sprechen heute von ultrahochverdünnten Behandlungsmethoden oder von integrativer Nanomedizin oder von nanodynamischen Medikamenten. Alles bezieht sich auf dasselbe. Es ist einfach nur die Aufschlüsselung, dass homöopathische Wirkstoffe heute in unserer Welt als ein neues Pharmakum benutzt wird, als eine neue Art, eine Wirkungsweise zu entwickeln. Es geht nicht mehr darum, eine Dosierung zu verpassen, die in einer gewissen Menge ein System blockiert, sprich einen chemisch-pharmakologischen Effekt ausüben soll, sondern ist heute in all diesen Arten von Produkten mehr die Idee, etwas zu regulieren, etwas neu einzustellen, etwas über Zellbotenstoffe zu regulieren, etwas über Immunsystem zu boosten oder tatsächlich auch bis an die Messenger-RNA-Stränge oder DNA-Stränge herangehen zu können, um dort Veränderungen in dem Protein auszulösen, das vielleicht diesen Krebsprozess fördert. Mit anderen Worten, es sind physikalische Prozesse, es sind Modulationsprozesse, es sind subzelluläre Prozesse, die wirklich nichts mehr mit dem klassischen pharmakologischen ein halbes Gramm Aspirin hilft gegen Kopfschmerz denken. Und darum sollte man auch nicht immer darüber lächeln, wenn wir davon sprechen, dass minimale Stoffe maximale Auswirkungen haben können. In dem Therapiekonzept, das wir vorstellen möchten, sprechen wir nach Paracelsus immer von den drei Säulen, von den drei Ebenen. Das, was vor vielen Jahrhunderten schon Paracelsus als Sal, Sulfur, Merkur aufgestellt hat, was wir als die strukturelle Ebene, die physiologisch-biochemische Ebene und die psychoemotional-mentale Ebene bezeichnen. Alle drei sollten berücksichtigt werden. Das ist ein Therapiekonzept. Und diese drei Säulen werden repräsentiert durch Aspekte wie zum Beispiel Ernährung und Vitamine, wie zum Beispiel durch physiologische Veränderungen in der Anpassungsfähigkeit unserer Krebserkrankung, durch Banerjee, durch Konstitution, durch Bagirig, durch Phytomedikation. Und schließlich das ganz große, riesige Problemkind, Überzeugungen, Emotionen, Traumata, psychoonkologische Maßnahmen. Die drei zusammen ergeben eine Behandlung. Jedes Einzelne ist nichts als eine vorübergehende Veränderung. Wenn ich Ihnen damit ein paar interessante Ideen vermitteln konnte, dann bin ich sehr glücklich darüber. Wir haben sehr viel mehr im Angebot, was Informationen angeht, was Bücher angeht, was Veröffentlichungen in gängigen Zeitschriften angeht. Wir haben unterschiedliche Seiten, wie auch diesen YouTube-Kanal aufgebaut, um Sie informiert zu halten, um Ihnen so viel wie möglich ans Herz zu legen, damit Sie möglichst rasch meinen Wahlspruch verstehen mögen: Regulieren ist besser als unterdrücken. Vielen Dank, dass Sie mir Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben.